Schon langsam.
vorstellen. Ja, können wir auch erstmal kurz zur Seite tun. Dann kümmern wir uns um die anderen Slimes, die ich dir noch zeigen kann. Und da kann ich dir in deiner gewünschten Farbe, ja, rosa, lila, kann ich dir ja einmal diesen Unicorn Booty Slime anbieten oder diesen Bouncing Booty Slime. Sagen wir, fangen mal mit diesem Bouncing Booty Slime an. Der ist ein wenig kleiner und ein wenig farbintensiver. Klebt auch immer ein bisschen am Deckel. Dann hat man hier so eine gerade Fläche. Den kann ich dir erst geben, wenn du den auch wirklich kaufst.
jeden Fall genug drin, um auch links und rechts was in der Hand zu halten, wenn dir das wichtig ist. Das funktioniert auf jeden Fall und beide Teile kann man auch dann zu einem neuen zusammenmixen, je nachdem, wie es einem so beliebt. Und der hat eine ganz dezente Farbe und eben auch der Geruch, ne, ist nicht so schlimm. Slime.